Dann können wir noch versuchen, ganz kurz auf diese Aufgabe 14 drauf zu schauen. So eine ganz ausführliche Lösung werden wir jetzt nicht mehr hinbekommen, aber zumindest können wir so kurz eine Lösungsidee diskutieren. Also, wir haben eine Bildschirmoberfläche, das ist auch sehr schön formuliert, und da ist eine elektrische Feldstärke gemessen, auch wieder als Pegel, bei einer Frequenz von 22,5 kHz. Also es ist super kleine Frequenz, ne? Dementsprechend hätten wir auf jeden Fall eine ziemlich große Wellenlänge. Die 1 Meter sind auf jeden Fall sowas von einem Nahfeld. Das steht total außer Frage. So, und jetzt kann man sich so ein bisschen überlegen, wo kommen diese 22,5 Kilohertz her? Wo könnten die herkommen? Bildschirmoberfläche. Genau, also das ist so, wäre früher, wenn man ein Kathodenstrahlröhren-Display hat, ja, so einen großen Fernseher mit Mattscheibe, man nimmt einen Elektronenstrahl, der macht das Bild, der macht einen Bildpunkt auf der Mattscheibe und das Bild muss zeilenweise aufgebaut werden. Das wäre sozusagen die Zeilenfrequenz gewesen, die Zeilenrücklauffrequenz, mit der das Bild aufgebaut wird. So, und da kann man sich eben schon überlegen, naja, also das ist ein Elektronenstrahl, der wird natürlich beschleunigt durch ein elektrisches Feld, aber das, was diese Ablenkung macht, ist eben ein magnetisches Feld. Ne? Da sind Spulen drin, die eben Magnetfeld erzeugen, diesen Elektronenstrahl ablenken. Also das wird großer Voraussicht nach eine magnetische Quelle sein, die das da erzeugt. Die Ablenkung passiert durch Spulen? Die Ablenkung passiert durch Spulen, ja. Das ist das gleiche Prinzip wie beim analogen Oszilloskop. Genau, das ist das gleiche Prinzip wie bei einem analogen Oszilloskop. Ja, also weil es ja die gleiche Art von Kathodenstrahlröhre ist. So, und also das heißt, was müsste man jetzt machen? Wir müssten auf jeden Fall erstmal wieder aus der Frequenz eine Wellenlänge ausrechnen. Lambda ist C durch F. Und würden das einsetzen und genauso würden wir eben wieder ein R0 ausrechnen. Das wäre Lambda durch 2Pi, das wäre dieser Abstand. Und dann würde das uns auf jeden Fall sagen, das hier ist Nahfeld. Ja. So, und dann können wir natürlich die Feldstärke wieder umrechnen von einem Pegel, ich mache mal so ein L dran in eine echte Feldstärke, so wie wir es schon gemacht haben. Das wären wieder die 1 Mikrovolt pro Meter mal 10 hoch diesen Pegel LE geteilt durch 20. Und dann kommt da irgendwas bei raus. So, und jetzt soll man ja daraus eine magnetische Feldstärke ausrechnen. Und magnetische Feldstärke würden wir ganz allgemein wieder rausbekommen mit der Formel, die wir vorhin schon mal hatten, E durch Gamma. So, und jetzt gibt es diese beiden Unterscheidungen. Wenn ich jetzt bei A sage, das ist eine elektrische Quelle, dann würde sich das Gamma eben ergeben, so wie wir das vorhin schon diskutiert haben. Hier ist das ja noch offen. Also wenn ich eine elektrische Quelle hätte, einen elektrischen Dipol, habe ich ja ein Hochimpedanzfeld, ne, viel elektrisches Feld, wenig magnetisches Feld, wäre das Gamma proportional zu 1 durch R. Und dann kriege ich eben mein Gamma raus aus Eta 0 mal R 0 durch R. Also das R0 steht da oben, ne? Das R ist dann viel, viel kleiner. 1 durch was Kleines ergibt was Großes, also dann kriege ich ein Hochimpedanzfeld raus bei der elektrischen Quelle und bei der magnetischen Quelle ist die Formel prinzipiell genau die gleiche, bloß dass die beiden Faktoren hier ihre Position getauscht haben oder die beiden Abstände, dass ich da das Reziproke habe. Ich setze einen kleinen Abstand rein, kommt eine kleine Feldwellenimpedanz raus, weil magnetischer Dipol Niederimpedanz fällt.
So, und dann nehme ich im Prinzip in jedem Fall diese beiden Feldwellenimpedanzen und pack die in diese Formel hier rein. Und dann wird eben einmal elektrische Quelle Hochimpedanzfeld, wird eine sehr kleine magnetische Feldstärke, eine 1 durch was Großes, da gibt was Kleines, kommt eine kleine magnetische Feldstärke raus. Und wenn ich eine magnetische Quelle habe, habe ich ein Niederimpedanzfeld, ist die Feldwellenimpedanz recht klein. 1 durch was Kleines ergibt was Großes, kriege ich eine große magnetische Feldstärke. Ja, ist ja auch logisch. Also wenn es eine elektrische Quelle ist, sollte ich ja viel elektrisches Feld haben, wenig magnetisches Feld. Und wenn ich eine magnetische Quelle habe, sollte ich viel magnetisches Feld haben, im Nahfeld wenig elektrisches Feld. Das ist eigentlich alles, was man jetzt hier machen muss. Ne? Also wenn ich jetzt hier noch so ein paar Striche dran mache, also rechnen das Lambda aus, setzen das Lambda hier oben ein, kriegen wir ein R0 raus. Das R0 setzen wir eben einmal hier oder sozusagen einmal hier unten ein und setzen das Gamma dort ein mit der elektrischen Feldstärke, die wir von hier kriegen. So, und dann kriegt man zwei verschiedene Werte raus für das H. Und einmal ist das eben ziemlich klein und einmal ist es eben ziemlich groß, was da rauskommt. Und benutzt jetzt aber ansonsten auch keine anderen Formeln als die, die wir schon vorher benutzt haben. Und das wäre Lösungsidee für die Aufgabe. Jetzt müsste man damit einfach nur noch ein bisschen Zahlenrechnung in Octave machen. Kann noch mal vielleicht einmal kurz über die Einheiten nachdenken, die hier passieren. Aber das ist dann auch schon der ganze Zauber, die ganze Lösung, die hier passiert.